Du hast jetzt dein Abitur gemacht und planst zum Herbst ein BWL-Studium anzufangen, um dann als High-Performer das Studium zu rocken, sehr gute Noten zu schreiben, Praktika zu machen, etc. und dann Karriere zu machen nach dem Studium. Dann ist dieses Video hier optimal, denn ich werde dir jetzt zeigen, wie du die Zeit zwischen Abitur und Studium als High-Performer bestmöglich nutzen solltest. Und die erste Sache, wo ich dich darauf hinweisen möchte, wenn ich jetzt gerade deine Aufmerksamkeit habe, ist, dass du trotz deiner hohen Motivation, trotz deinen hohen Ambitionen, dir diese Zeit zwischen Abitur und Studium nochmals nehmen solltest, um da auch ein bisschen noch zu entspannen tatsächlich. Ja, das klingt vielleicht tatsächlich komisch, wenn ich das sage, aber es ist mein Ernst, denn du wirst im Studium jede freie Zeit noch sinnvoller nutzen können, als du sie jetzt gerade nutzen kannst. Das heißt, etwas, was du jetzt quasi machst, beispielsweise du, ne, werden wir später im Video drüber sprechen, zum Beispiel Bewerbung auf Praktika, so, das kannst du jetzt auf jeden Fall machen. Allerdings wird der Nutzen von einer Bewerbung sozusagen, die du abschickst, sobald du im Studium bist, noch höher sein. Und was ich eben verhindern möchte, ist, dass du schon mit einem halben Burnout ins Studium reingehst und dann die ersten 2 Semester im Studium chillen musst, weil du dich erholen musst von dem ganzen Stress, weil du vor dem Studium so viel gemacht hast. Also das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn es dir irgendwann zu viel wird, wenn du das Gefühl hast, ah, ich habe mich jetzt im Abitur so reingehängt, ich bin schon ein bisschen, ich bin nicht mehr so fit irgendwie, dann nutze jetzt die Zeit, um Kraft zu sammeln, dass du das Studium richtig schön durchziehen kannst, weil im Studium, wie gesagt, wird alles, was du machst, noch wichtiger sein, dass du da durchziehst. So, wenn du jetzt allerdings dann sagst, okay, ich muss jetzt hier nicht 3 Monate am Stück durchchillen, sondern ich kann auch ein bisschen was Produktives machen, dann ist das Erste, was du angehen solltest, die Wahl der Uni, falls es noch nicht passiert ist. Ja, falls es passiert ist, dann kannst du das natürlich überspringen. Falls es noch nicht passiert ist, dann musst du dich jetzt als erstes mal damit beschäftigen, dass du an eine Target-Uni kommst, oder an eine Target-Hochschule, weil du da einfach als angehender High-Performer die bestmöglichen Karrierechancen haben wirst. Was die besten Unis in der Dachregion sind, dazu blende ich dir hier oben ein Video ein. Ja, das ist da verlinkt. Da habe ich alle Universitäten gründlich aufgelistet, welche da am empfehlenswertesten sind. Die findest du alle da. Das ist Punkt Nummer 1, den du als ersten machen solltest. Was nach der Wahl des Studiums passieren sollte, ist die Wahl des Karriereziels, sprich berufliche Orientierung. So, weil das ist ein Punkt, je früher das mal fundiert passiert, desto besser. Und wahrscheinlich schaust du dieses Video, hast schon irgendwie eine Idee, okay, ich möchte vielleicht das machen, ich möchte schon das machen und das ist auch schön und gut, dass man da eine grobe Idee hat. Aber da würde ich dir wirklich nahelegen, dass du da dir eine sehr, sehr fundierte Meinung zu bildest, weil das ist etwas, wo ich merke oder wo viele Teilnehmende von uns aus dem Coaching sagen, dass ihnen das vor allem am Anfang sehr, sehr viel gebracht hat, dass man da, na, man hat immer so gehört von Investmentbanken etc., aber wenn man da mal wirklich dann von erfahrenen Leuten, die da schon eine Weile arbeiten, mal ganz genau hautnah mitbekommt, wie es wirklich ist, da zu arbeiten, da kann man das dann auf einem ganz anderen Level kennenlernen und sich eben dann auch auf einem ganz anderen Level eine Zielsetzung zu erstellen, weil das ist was ganz anderes, wenn du sagst, okay, ich möchte im M&A bei der und der Firma dann und dann einsteigen, so, dann hat man einen ganz anderen Drive, als wenn man sagt, ja, ich möchte irgendwie bei einer großen Bank arbeiten. Das ist ein großer Unterschied. Jetzt zu diesem Thema Karriereplanung, vielleicht auch kurz Werbung in eigener Sache, da bieten wir quasi unsere Coaching-Programme an und das Fastlane-Programm, das ist unser Einsteigerprogramm, so, das ist für die Leute, die noch vorm Studium sind, die diese berufliche Orientierung brauchen. Und da kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, falls du dich noch nicht bei uns beworben hast, wahrscheinlich die meisten haben sich sogar schon bei uns beworben, falls du dich noch nicht bei uns beworben hast, dann tu das umgehend. Ist direkt hier unten in der Videobeschreibung verlinkt, pumpkincareers.com. Du gehst kurz auf unsere Seite, füllst kurz unser Bewerbungsformular aus, musst da kurz angeben, hey, ich habe jetzt mein Abitur gemacht, ich plane da und da zu studieren etc. Kannst direkt einen Termin ausmachen für ein kurzes Vorgespräch, wollen wir nochmal abtasten, passt du bei uns rein, bist du wirklich High Performer, hast du die Motivation? Und wenn das stimmt, dann machen wir einen Termin aus für die Status Quo-Analyse. In der Status Quo-Analyse ist auch noch komplett kostenfrei, ne? Da erklärt ein Career Advisor von uns aus dem Team dir mal ganz genau, was für dich notwendig ist, um
deine Karriereziele zu erreichen. Ja, da schauen wir auch mal, okay, wo stichst du denn bisher heraus mit Noten, mit Praktika etc., was sind da Sachen, wo wir vielleicht noch was optimieren müssen, auch Uniwahl etc., wie du da richtig gut ins Studium reinstartest, und dann im Anschluss an die Status Quo-Analyse stellen wir dir auch noch das Elite-Coaching vor, falls das passt, falls du dann geeigneter Kandidat oder eine geeignete Kandidatin bist. Und dann kannst du quasi nach der Status Quo-Analyse sagen, okay, ich möchte auch im Elite-Coaching mit dabei sein und da längerfristig mit uns zusammenarbeiten. Da haben wir sehr, sehr gute Erfolge erzielt über die letzten anderthalb, zwei Jahre mit den Teilnehmenden. Findest du auch alle auf der Webseite. Von dem her, wenn du da Karriere machen möchtest, dann ist das optimal. Das wollte ich nur mal gesagt haben, denn diese berufliche Orientierung, die ist wirklich super wichtig. Ne? Und da können wir dir Insights geben mit Mitarbeitern von den ganzen großen Investmentbanken, ganz genau Arbeitsalltag und auch, wie du in diese Berufe natürlich reingehst. So. Das, berufliche Orientierung, das sollte im Optimalfall passieren, bevor du dich im nächsten Schritt bewirbst auf ein Praktikum vorm Studium. So, und zum Zeitpunkt, wo du jetzt dieses Video anschaust, oder ist es schon allerhöchste Eisenbahn, viele deiner Mitschülerinnen und Mitschüler, die schon eine Weile lang bei uns im Elite-Coaching mit dabei sind, wir nehmen die Leute ab der letzten Abiturstufe auf, die haben sich bereits beworben, ne, und machen beispielsweise bei den Big Four im Tax oder so ein Praktikum oder bei kleinen Beratungen, bei Banken etc. Und das ist halt eine Sache, die sich sehr, sehr anbietet, vorm Studium da bereits mit einem Praktikum reinzustarten. So, wenn du jetzt dieses Video anschaust, so, dann ist es allerhöchste Eisenbahn, dass du da mal im Bekanntenkreis nachfragst, wo du ein Praktikum machen könntest, bei kleinen Startups, vielleicht auch nochmal bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, wobei da wahrscheinlich schon vieles mit unseren Leuten voll ist. Das ist eine gute Sache, ja, dass du dich da bewirbst, im Optimalfall eben den Bereich, und das so ein bisschen in die Richtung geht, wo du später auch beruflich tätig sein wirst. Ja, das ist etwas, was ich zum Beispiel vor dem Studium nicht gemacht habe, aber gerne gemacht hätte. So, wenn du dich dann beworben hast auf Praktika, egal ob da jetzt was rumkommt oder nicht, ist dann der nächste Schritt, dass du guckst, dass du deine Zeit damit verbringst, dich in irgendwelchen Vereinen, Initiativen, Organisationen ehrenamtlich zu engagieren. Das hat sehr viele Benefits, habe ich, glaube ich, auch schon mal ein Video gemacht, warum du dich ehrenamtlich engagieren solltest. Es ist einfach cool, wenn man den anderen Leuten was zurückgibt. Man lernt da sehr viel über sich selbst auch nochmal, man entwickelt sich weiter. Und dritter Punkt, es sieht einfach auch ganz gut aus auf dem Lebenslauf. A, für spätere Praktika im Studium, aber auch B, für mögliche Stipendien, wenn du da möglichst früh anfängst, dich zu engagieren. Und wenn man jetzt quasi zwischen Abi und Studium irgendwie zwei, drei Monate Zeit hat, insbesondere wenn man es nicht geschafft hat, sich ein ordentliches Praktikum zu sichern, dann ist quasi Engagement etwas, was man eigentlich ohne große Hürden oder so direkt mit anfangen kann. Und das würde ich dir dann diesem Schritt auf jeden Fall empfehlen. Ja, Stipendien ist dann auch eine Sache, die man sich anschauen könnte. Und auch dazu einfach kurzer Verweis bei uns auf die Bewerbung, bei uns auf die Status Quo-Analyse. Auch da können wir dann sagen, okay, jetzt mit deinem Profil macht das Stipendium am meisten Sinn, dafür könntest vielleicht dieses und jenes Engagement anfangen, und dann April nächsten Jahres kannst du dich sehr wahrscheinlich auf das und das Stipendium bewerben. Ne? Haben wir auch schon X-Case-Studies zu erzielt mit Teilnehmenden und Teilnehmern. So, dann letzter oder vorletzter Punkt ist das Thema Netzwerken, ja, dass du dir mal einen LinkedIn-Account erstellst. Auch dazu findest du hier oben ein Video eingeblendet, wo ich dir erkläre, wie das geht, dass du schon mal Kontakt aufnimmst mit beispielsweise Studierenden von deiner zukünftigen Hochschule, mit anderen Studierenden, die da anfangen werden zu studieren. Ne, und auch hier wieder, auch das ist etwas, was wir im Elite-Coaching sehr gut abdecken. Ne? Da bilden sich WGs an Leuten, die da anfangen, keine Ahnung, an der RSG, an der Frankfurt School, an der WHU etc. mit ihrem Studium. Und wenn du da in dieses Netzwerk rein möchtest, dann auch da einfach mal bei uns bewerben, dass du dich da mit anderen Leuten connecten kannst, die ebenfalls so motiviert sind wie du, weil das ist insbesondere natürlich noch mal stärker in der aktuellen Corona-Zeit eine große Stütze, wenn man da Leute hat, die auf der gleichen Wellenlänge mit einem sind, die auch diese ambitionierten Ziele teilen, mit denen man auch da offen drüber reden kann, weil du wirst merken, auch wenn du an den sehr guten Unis bist, da gibt es auch viele, mit denen man da eben nicht so offen drüber reden kann, die sich da vielleicht über dich lustig machen, wenn du sagst, ich bewerbe mich jetzt etc. und ich gehe nicht mit irgendwie Party machen oder so. Das ist halt cool, wenn man da Rückhalt hat. Auch das können wir dir eben sehr gut anbieten, wenn du da bei uns dabei bist. So, und die letzte Sache, die du dann angehen kannst, wenn du diese vorherigen 5 Punkte abgehakt hast, ist, dass du dich aufs Studium vorbereitest. Das heißt, du guckst, dass dein Mathe on point ist. Das ist erstmal das Allerwichtigste, vor allem wenn du in einem Bundesland außer, was sind so die schwersten Bundesländer, Bayern, Baden-Württemberg und
Ich glaube, noch eins gibt es, was auch jetzt nicht super leicht ist, wenn du in irgendeinem anderen Bundesland so dein Abi gemacht hast, wo du teilweise nicht mal 4-stündig Mathe hast oder so oder Mathe nur 2-stündig hast oder sowas, dann würde ich auf jeden Fall gucken, dass du die Mathe-Kenntnisse auf Abiturniveau von Bayern oder Baden-Württemberg hebst, dass da alles sehr gut sitzt, weil sonst fliegt dir Mathe im Studium um die Ohren. Und ansonsten kannst du dir natürlich auch so mal gucken, was für Fächer du in den ersten 2 Semestern hast und da schon schauen, ob du irgendwie übers Internet etc. da schon ein paar Skripte bekommst oder ein paar Bücher dir dazu holen kannst, da schon sanft anfangen, das vorzulernen. So, das wird jetzt nicht super effektiv sein, vermutlich. Deshalb steht es auch als allerletzter Tipp, weil das Letzte ist, was du machen solltest, erst machen, wenn du noch genug Zeit hast, neben den ganzen anderen Sachen. Aber wenn du dafür noch Zeit hast, so, dann ist es auf jeden Fall angebracht, wenn man sich schon auf Studium vorbereitet, inhaltlich sozusagen, damit man da von Anfang an sehr gut reinstartet und dann nicht, dann vor allem nicht Mathe oder so aufholen muss, aber natürlich ist auch von Vorteil, wenn man sich da inhaltlich fachlich schon fortgebildet hat. Und auch da wollen wir dich natürlich zu unterstützen. Das heißt, Quintessenz, mach diese Sachen aus dem Video, aber am Ende des Tages bewirb dich da auch auf eine Zusammenarbeit mit uns, weil dann können wir einfach da jetzt nicht nur jetzt über die Zeit zwischen Abi und Studium, sondern dann vor allem auch, wenn es quasi ins Studium losgeht, dafür sorgen, dass du auch die Ziele erreichst, die Effizienz, die Geschwindigkeit da bei diesen einzelnen Schritten erreichst, die du vermutlich haben möchtest. Und das ist einfach super sinnvoll, wenn man da jemanden an seiner Seite hat, der da immer rüberschauen kann und dir sagen kann, ob alles so passt, was du machst, oder ob man da irgendwas optimieren kann. Und da sind wir gerne dein Partner, von dem her bewirb dich da bei uns. Und ansonsten abonniere natürlich weiterhin fleißig den Kanal und schalt hier regelmäßig rein. Bis dahin, viele Grüße, dein David.